ich mal lieber, wenn der das so zeigt, dann brauche ich lieber hier weg, wa? Nicht, dass der sagt, wir können nicht mit anderen Dingern handeln. Ich mach mal so. Ja, das ist nicht so einfach, ey. Er musste. So, lass mal noch mal richtig gucken hier. Dann machen wir hier nur ab der Ecke. Mal ab der Ecke. Ja, so. Und dann muss das aber weg. Hallo? Mist. Ja, wie kriege ich denn? Bist du bescheuert? Du sollst hier. Was mache ich denn jetzt? Bin ich blöd? Na, dann kann er auch. Nee, dann lassen wir auch. So, dann lassen wir das so schütten und den Rest dann gerade. Ja, wie gesagt, unsere Sammelstelle für die Schlacke, die dann zentral entsorgt wird zum Schütten. Sieht immer lustig aus, da kommen sie mal an wie so ein Ameisenschwarm. Im Moment natürlich nicht, weil viele durch die mangelnde Wartung gehandicapt sind. Aber normalerweise, wenn alles richtig funktioniert, dann sieht das richtig geil aus. Und dann sieht man beim Schütten auch, beim Schütten auch, wie es vorwärts geht. Kann man richtig zugucken dann. Damit ich da nicht so oft immer hin muss, weil da reichen die kleinen. Wir müssen auch, ich muss ja auch aufpassen, dass hier unsere LKWs immer noch vorbei können. So, Schlacke soll da rein aus, weil die sollen uns den ja nicht mit über die LKWs voll machen, der soll ja voll laufen, automatisch voll laufen und wird dann von uns manuell geleert oder abfahren gelassen. Geleert wird dann, ja. Ach so, ja, hier unsere Sandproduktion für zur Betonherstellung. Ich war jetzt etwas irritiert, weil ich eine ganze Weile in der Ecke schon nicht mehr geguckt hatte. Ich dachte schon, die haben mir den Sand, oder ich habe den Sand irgendwie umgeleitet mit in die Weizenlager, aber das sind unsere Weizenlager hier. Weizenlager, die waren auch zwischendurch total leer. Und dadurch kam kein Tierfutter. Hier seht ihr, die Dinger sind leer. Da kam zwischendurch kein Tierfutter mehr durch mangelnde Produktion. Ja, die Mehlabnahme funktioniert nicht so richtig. Mangelnde Wartung. Und der sagt, fehlende Materialien, dem fehlt Wasser. Ich mache den jetzt dazu, dass die beiden wenigstens produzieren.
So, dann sollte er mal gleich hier noch Wasser haben. Dass der uns da, ja, der Wasser und dann hat hinten natürlich der links wieder dicht gemacht. Ja, es wird Zeit, dass die wieder, dass die Wartung richtig zuschlägt, würde ich mal sagen. Wir haben mechanische Teile. Wie heißt eine mechanische? Ja, 3400, aber nur noch 726 Elektronikteile. Weil Elektronikteile von allen möglichen anderen Montage Elektronikteile. Also hier produzieren wir die, okay. Aber ihr seht mal, die Elektronikteile brauchen wir zum Beispiel für die Konstruktionsteile Stufe 2, für die güldenen. Da brauchen wir Elektronik. Hier für unsere Laborausrüstung brauchen wir den kompletten Satz an Wartungsteilen. Mechanische Teile und Elektronik sind ja unser Wartungssatz. Und genau der wird auch für die Herstellung der Laborausrüstung gebraucht. Stufe 1 ist das. Und für die, hier seht ihr das, für die Fahrzeugteile ja auch. Plus 4 Eisen. Deswegen habe ich eigentlich immer reichlich Montagehallen. Ich sage Montagehallen. Aber ich suche hier, das ist unsere Stufe 2, ne? Ja. So, die habe ich hauptsächlich gemacht, weil wir hier mechanische Teile aus Stahl herstellen können. Denn die Stahlproduktion, wenn die richtig läuft, geht das rucki zucki dann. Da sind die Lager sind immer voll beim Stahl. Obwohl das selbst, wo die Lagerkapazität so groß ist. Ja. Ja, fehlende Materialien. Wo ist er denn dran? Ach, hier die Betonteile. Betonteile. Auch wieder wahrscheinlich durch die fehlende Wartung kommt hier kein. Kalkstein wird. Jetzt war ich schon erschrocken. Jetzt denke ich, wieso das denn? Ich dachte jetzt, das ist das Band für Schlacke. Weil unsere Brecher werden ja mit Schlacke gefüttert. Hier unsere Schlackeverteiler. Auch. Hier seht ihr auch, geht auch Schlacke raus. Ja, also alle Schlackeproduzenten liefern. Diese liefern natürlich direkt an die Betonherstellung. Aber hier kommt auch trotzdem immer noch. Ich staune. Also ist der Verbrauch ja doch ganz schön. Wir haben 8 von 12. 8 von 12. Die scheiße Wartung, das macht mich irre. Das ist. So, und dieses Schlackeband. Dieses Schlackeband kommt von unseren. Von hier hinten. Das ist also auch nur für die Betonherstellung zuständig gewesen. Und dieses ist unser Hauptband zum Abführen der Schlacke. Hier dieses zum Abführen der Schlacke an unsere Silos.
Ja, zwei Bergschautürme. Alleine wegen der Sandproduktion, sonst kommen die sich ins Gehege. Ich habe die vorhin immer mal so hin und her, aber da bist du ja nur am Schubsen. Diese Ecke sieht natürlich auch sehr komisch aus, finde ich. Warum ist hier so komisch? Diese eine Ecke hier. Muss doch nicht sein. Warte. Wenn, dann wollen wir ja schon, wenn wir schon gerade machen, dann auch richtig gerade. Ne, so. Haben wir plus zwei. Warum? Mach's jetzt mal. So sieht das dann schon besser aus. Und das stört ja unser Frachtschiff hier auch nicht, selbst wenn wir das erweitern. Ja, Holz ist ja auch erst voll. Voll. Ich muss mal auf die Karte gucken, warum der. Er bringt keine Kohle. Was ist los? Ja, kämpfen. Kämpf dich mal selber. Kohle? Ist das unsere Kohle? Pausiert. Warum pausiert? Hallo? Hallo? Ja, 300. Um Gottes Willen nicht draufdrücken jetzt. Aber wieso pausiert? Hallo, nein, falsch. Der hat auch keine. Der macht jetzt Pause, weil er keine Erwartung hat oder was? Oder, ach, der ist voll. So werte ich das jetzt mal. Der ist voll. Na, dann schreibt das doch. Lager voll. Dann weißt du auch, was los ist. Dann hätte ich das mal schon mal früher gemacht. Pausiert. Ich lese pausiert und dann, ja, okay. Pause muss ja auch mal sein. Kennt man ja von sich selbst auch. Aus dem aktiven Arbeitsleben. Sehr, sehr dürftig unsere Futterproduktion. Haben wir noch Hühnchen oder sind die auch schon wieder tot? Aha, ich dachte, hier hatten wir auch noch, die sind auch schon wieder weg. Die haben sich vermehrt. Ohne Futter. Ist ja interessant. Soll ich denen jetzt das Futter wegnehmen oder was denn? Habe ich das falsch interpretiert gehabt oder? Die leben von Liebe alleine oder was? Und werden dann. Wie funktioniert das denn? Und Eier legen sie auch, guck. Achso, die sind gar keine. Deswegen legen die keine. Weil sie gar nicht da sind. Ja. Das leuchtet ein. Tja, hier, alles da.
Schlacke. Wieso ist denn die Schlacke da? Was funktioniert nicht, Kinders? Was funktioniert nicht? Habe ich in der Richtung falsch eingestellt oder was? Das ist mir natürlich auch schon passiert. Linkseingang, oben und unten. Und rechts oben der Ausgang. So. Eins, zwei, ein Ausgang. Aber der Ausgang ist auch leer. Habt ihr das gesehen? So ein Scheiß. Da brauchst du, siehst du hier? Pass auf. Da brauche ich mich nicht wundern. Wenn hier nichts. Leck mich am Arsch. Und dann noch. Aber so. Nur so findet man das. Und ich sage immer noch, solange man es findet, ist ja immer noch, geht es immer noch. Besser als wenn ich die Ursache nicht finde. Aber Stück für Stück fitzt man sich in das Spiel ein. Fitzt. Ich weiß nicht, alter Ausdruck aus DDR noch, oder? Keine Ahnung. Das ist mir jetzt auf jeden Fall so. Bis jetzt richtig dran. So, dann sollte doch mal die Produktion. Da braucht man den Wunder, weil wir kein. Was war das denn? Stahl? Ja, wenn er kein Stahl weiterkommt. Richtig. Obwohl alles da ist, haben die beiden nicht mehr produziert, weil die Schlacke voll war. Läuft aber schon ein bisschen, hast du gesehen? Wohin läufst du denn nach? Naja, die kommen hier an und dann gehen nach oben weg. Ja, treffen sich hier alle Schlackerdinger. Und dann läuft die weg nach hier oben. Da nach oben. Hier rein. Hier auch mit rein. Sammelt. Und hat dann zwei Ausgänge. Einmal nach rechts weg. Dieses zur Betonproduktion. Und das hier runter, was im Moment noch leer ist. Für die Silo-Verfüllung. Jo, läuft. Läuft also voll. Ja, hier weiß ich noch nicht, wie ich weitermachen soll. Noch mehr will ich da nicht wegschrauben. Ich muss mir erstmal gucken. Ich glaube, ich gehe dann von der rechten Seite aus nach dahin. Keine Befehle für, ach so, für unser Schiff. Das bezieht sich auf unser Schiff. Nicht, nee, nicht pausieren, pausieren. Los, laden. Kohle. Oder bringt ja schon welche mit?